Willkommen zum Let's Build Podcast. Mein Name ist Hannah Wunzem, ich bin Geschäftsführerin von Austrian Startups und gemeinsam mit meinen großartigen Co-Hosts Nina, Konstantin, Christian, Moritz, Victoria, zeige ich dir, wie du deine Idee umsetzt und auch richtig ins Tun kommst. In nur 12 Episoden werden wir über die wichtigsten Themen sprechen, die junge, angehende Gründerinnen bewegen. Von der Frage, wie finde ich überhaupt mein Problem, über rechtliche Schritte, bis hin, wie verkaufe ich mein Produkt. Aber bevor wir loslegen, würde ich dir gerne noch die Co-Hosts vorstellen, auch ihre Hintergrundgeschichten. Und hier haben wir 5 großartige junge Gründerinnen. Nina, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Kannst du uns erzählen, wer bist du und was machst du? Ja, danke für die Einleitung. Hallo alle zusammen, ich bin Nina, Co-Founder des Startups Jodel.io. Und ja, von wo komme ich? Also ich bin in Oberösterreich am Land aufgewachsen, dort ins Gymnasium gegangen und dann nach dem Wirtschaftsstudium habe ich das Glück, den Zufall gehabt und einfach die Passion, mich selbstständig zu machen und habe dann meine Mitgründer kennengelernt von Jodel. Was machen wir mit Jodel? Wir haben eine Softwarelösung für Unternehmen gebaut, sind international tätig. Und was machen wir? Jodel ist eine Telefonielösung, um kleine und mittelgroße Betriebe zu helfen, besser, effizienter, optimaler mit ihren Kunden zu kommunizieren, weil es ist doch noch für viele Unternehmen ein sehr, sehr wichtiger Kommunikationskanal grundsätzlich, dass ich auch mal, wenn es dringend ist, wenn es persönlich ist, wenn es kompliziert ist, dass ich mit jemandem reden will und nicht nur vielleicht schreiben, E-Mail, SMS, eine Sprachnachricht schicken will. Und dafür braucht es einfach Lösungen, die modern sind und die aber auch kosteneffizient sind. Und so haben wir mit Jodel gestartet 2016, also doch schon einige Jahre her. Und sind auch immer am Wachsen und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt mit unserer Lösung. Super spannend, wie man die Telefonie quasi auch ins 21. Jahrhundert bringt und das effizienter zu gestalten. Das können sicher sehr viele nachvollziehen. Vor allem heutzutage greift man ja nicht mehr ganz so gern zum Telefonhörer. Wie war das denn? Wann hast du denn gestartet? Wie alt warst du? Was hat dich da dazu bewogen, dass du wirklich diesen Schritt ins Unternehmertum gegangen bist? Also ich hatte schon immer meinen Dickschädel, meine eigene Meinung. Das hat manchmal gut, manchmal weniger gut funktioniert. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich brauche mehr Freiheit, mich ausleben zu können. Ich habe Leidenschaft zum Arbeiten, aber muss dementsprechend auch unabhängig sein können. Das habe ich schon von jung an gemerkt. Vielleicht nicht genau gewusst, dass ich jetzt selbstständig werden will, aber das war immer schon so so wie ich ticke. Und nach dem Wirtschaftsstudium wollte ich eigentlich, mit meiner Schwester habe ich überlegt, mich selbstständig zu machen. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden, aber ich war dann bereits in diesem ganzen Gedankengang drinnen. Selbstständigkeit ist eigentlich extrem spannend. Ich war halt 21 Jahre alt, also doch sehr, sehr jung, hatte ja vielleicht bedingt Arbeitserfahrung mit Praktika und so und wusste, ich brauche die Erfahrung, kann ich jetzt einfach nicht von heute auf morgen mir selber aneignen und habe dann einfach im Startup-Umfeld gesucht nach Jobmöglichkeiten, um da einfach ein bisschen selber mitzubekommen, wie das läuft und habe dann so zufällig meine Co-Founder kennengelernt, die mit Jodel erst einmal sozusagen das Produkt, eine erste Testversion gebaut haben. Wir haben dann gemeinsam das Produkt gelauncht und dann erst im Nachhinein gegründet und so ist das eigentlich recht zufällig entstanden. Super spannend. Ich freue mich schon sehr darauf, mit dir noch tiefer in die einzelnen Schritte hineinzutauchen, wie das dann bei Jodel funktioniert hat. Aber jetzt würde mich interessieren, Christian, wer bist denn du und was machst du? Ja, hallo, ich bin der Christian Berger. Ich komme aus St. Pauli in Kärnten und mein Werdegang zur Selbstständigkeit ist eigentlich ein bisschen merkwürdiger und passt damit eigentlich recht gut zu der Idee selber. Wir betreiben nämlich ein Netzwerk an Schülern, welche wir an ältere Menschen vermitteln, um diesen dann bei technischen Problemen weiterzuhelfen. Zu den Früchten dieser Arbeit, also zu Entrepreneur-Staatsmeisterschaften und unserem Auftritt bei 2 Minuten, 2 Mentoren, gibt es genaueres sicher noch in den nächsten Podcast-Folgen. Meine wirkliche Reise beginnt eigentlich erst in der HTL Wolfsberg, wo ich auch den Konstantin das erste Mal getroffen habe.
Dadurch, dass wir mehr oder weniger gemeinsam die Rolle des Schulsprechers übernommen haben, sind wir recht früh mit Sachen Selbstständigkeit und dem Übernehmen von Verantwortung in Verbindung gekommen. Das ist auch etwas, was uns bis heute noch sehr, sehr stark macht und uns sehr weiterhilft. Aber noch kurz zu meiner eigenen Reise. Nach der HTL habe ich 6 Monate als Programmierer gearbeitet und meinen Grundwehrdienst in Klagenfurt abgeleistet. Sowohl mir als auch Konstantin ist danach das Privileg zum Teil geworden, unsere Idee in ein Förderungsprogramm weiter auszubauen. Und wir konnten das zu einem Stadium weiterentwickeln, wo es jetzt für uns eigentlich ein schöner Nebenjob ist, denn was wir neben unserem Vollzeitjob ausüben können. Sehr cool. Und das heißt, die Idee hattet ihr schon während der Schulzeit? Ja, die Idee ist sehr früh gekommen. Ich glaube, das wird die zweite, dritte Klasse gewesen sein. Da hat es einen gewissen Fit am PC-Tag gegeben, wo sehr viele Senioren in die Schule gekommen sind. Und da sind wir drauf gekommen, der sagt, das Markt ist gigantisch. Ich meine, jeder kennt es, von jedem, die Mama oder die Oma hat irgendeine technischen Probleme. Und so ist man quasi recht schnell drauf gekommen, dass es da einen sehr großen Bedarf gibt für Lösungen. Sehr cool. Und wir haben ja jetzt auch deinen Co-Founder, den Konstantin, dabei. Konstantin, jetzt kennen wir schon ein bisschen die Idee, aber kannst du noch ein bisschen mehr zu dir erzählen, wer du bist, warum du dich für dieses Thema faszinierst? Natürlich. Also erst einmal, hi, ich bin der Konstantin. Und es ist bei uns zwar immer recht spannend, wenn wir uns vorstellen müssen oder den Werdegang erklären, ist es dann meistens so, wenn der Erste fertig ist zum Erzählen, hat der Zweite eigentlich schon... ist im Endeffekt schon sehr, sehr viel gesagt worden. Aber kurz zu mir. Ich würde auch sagen, dass mein Werdegang in der HTL startet. Also ich bin 21 Jahre, bin auch in die HTL Wolfsburg gegangen und wir haben im Endeffekt aus der Schule raus gegründet, kann man sagen. Gestartet hat das Ganze, würde ich sagen, als wir irgendwann die Rolle des Schulsprechers übernommen haben und dann etwas mehr Verantwortung sozusagen gehabt haben. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Idee selbst. In ganz, ganz einfachen Worten erklärt würde ich sagen, ist es so, dass wir sozusagen Schüler in unser Netzwerk aufnehmen, rekrutieren, kann man sagen, welche dann technische Probleme bei Senioren lösen. Ja, also das sind ganz simple Sachen, die man sich da jetzt vorstellen kann. Also wir machen da jetzt keine Netzwerk- oder Servergeschichten, sondern wirklich so Sachen wie, was tut man, wenn der Drucker nicht mehr funktioniert? Was passiert, wenn man zum Beispiel sich auf Facebook nicht mehr anmelden kann? oder wenn zu viele Nachrichten am Handy oben sind? Wie kann man die löschen? Ne? Und zu mir noch selbst, nach der HTL habe ich gleich wieder Christian meinen Grundwehrdienst in Klagenfurt abgeleistet und war dann noch 6 Monate ein LKW-Fahrer bei einem Steinmetzbetrieb, was vielleicht auch recht komisch ist, wenn man das jetzt so mit der Idee vergleicht und mit dem Technischen. Aber das ist auf jeden Fall sozusagen mein Werdegang und natürlich kommt dann auch diese Förderung, wo wir dann zusammen dabei waren. Und hast du schon immer gewusst, Konstantin, dass du mal was gründen möchtest, dass du Unternehmer werden möchtest? Oder war das etwas, was passiert ist? Also ich würde eher sagen, das war etwas, was passiert ist. Also ich war schon immer sehr, sehr, sehr technisch engagiert, ist vielleicht das falsche Wort, interessiert, ist glaube ich das bessere Wort. Also Technik hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Und in der HTL ist mir eine Sache sehr, sehr stark aufgefallen. Wenn man in höhere Stufen oder in höhere Klassen kommt, fangen dann die Fragen an, was willst du eigentlich machen nach der Schule? Und dann werden dir immer 2 Optionen zur Verfügung gestellt. Die eine Option ist Arbeit und die andere Option ist Studieren. Und irgendwie wollte ich beide Optionen nicht so wirklich machen und habe mir dann einmal überlegt, was gibt's denn da noch, was man eigentlich nach der Schule machen kann? Und dann ist mir eingefallen, man könnte ja theoretisch selbst was versuchen. Und ich würde sagen, das war dann Motivation genug, dass ich es ausprobiere und sozusagen wirklich mache. Super. Ja, ich glaube, das ist etwas, was man allen mitgeben kann. Einfach mal ausprobieren und losstarten. Und da würde ich dann gleich weitermachen mit der Victoria. Victoria, willkommen bei Let's Build. Kannst du uns erzählen, wer du bist und was du machst? Willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Victoria. Ich leite das Unternehmen Advanced Sales Technologies, die Brand Salesy. Und was wir machen ist, wir verbinden Anbieter und Kunden im richtigen Zeitpunkt. Also kurz gesagt, wir sind ein Lead-Generierungsunternehmen. Wir liefern potenzielle Kundendaten an unsere Kunden und wir finden diese Kundendaten, indem wir verschiedene zeitliche Veränderungen auffassen und basierend davon dann erkennen, ob das ein guter Kunde ist oder ein schlechter Kunde.
Super spannend. Und du bist ja auch noch sehr jung. Kannst du uns mal erzählen, wann hast du denn gestartet? Wann hast du gegründet? Was hat dich dazu bewogen? Und hast du immer schon gewusst, dass du mal eine Gründerin werden möchtest? Meine erste Firma, Profit2Go, habe ich mit 17,5 gegründet, soweit ich mich erinnern kann. Das war damals eine Vermittlungsplattform von Investoren und Tradern. Und Salesy habe ich mit 19 Jahren gegründet. Wahnsinn, was hat dich dazu bewogen? Warum wolltest du mit 17, was hast du mit 17 schon an Ideen gehabt? Was mich damals bewegt hat dazu, konkret im Fall von Salesy, ich habe Webseiten gemacht eine lange Zeit lang. Und die größte Challenge war immer, wie komme ich an die Kunden und wie komme ich regelmäßig an Leute, die mich anfragen, um eine Website zu machen. Und so habe ich dann mich mit einem befreundeten Programmierer zusammengesetzt und wir haben ein Tool entwickelt, welches veraltete Webseiten findet und jene mit Kontaktdaten matcht. Und basierend davon haben wir dann weitere Branchen ausgeweitet und so das Lead-Generierungsunternehmen Advanced Sales Technologies gestartet. Sehr cool, gratuliere dazu. Und als nächstes starten wir hinein mit der Hintergrundgeschichte unseres Co-Hosts Moritz Lechner. Moritz, kannst du unseren Zuhörern erzählen, wer bist du und was machst du? Sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung. Ich bin der Moritz, bin jetzt mittlerweile 19 Jahre alt, habe damals mit 14 mein erstes Startup Freebiebox gegründet. Ist jetzt doch schon ein bisschen her auch mittlerweile und immer sehr spannend, da zurückzublicken, weil hat sich wirklich sehr, sehr viel seit damals getan. Meine allererste Idee damals mit 14 war eben die Freebiebox, wo wir im Grunde so Abo-Überraschungsboxen gefüllt mit verschiedensten hochwertigen und nützlichen Werbeartikeln gemacht haben. War da mit dem Startup, also hat eigentlich alles ursprünglich so aus dem Kinderzimmer heraus gestartet mit irgendwie 100 Euro Taschengeld und ganz ohne Businessplan und ohne jetzt wirklich da großartig einen Plan und Ziele zu haben und so einfach mal so, ja, ich probiere mal aus quasi und schaue einfach mal, wie weit das geht. Man muss sagen, damals war ich da auch schon mit Abstand der Jüngste, der das in Österreich zumindest probiert hat und bin deshalb auch ganz ohne Erwartungshaltung quasi mal reingestartet. Hat sich dann doch sehr gut entwickelt, muss man sagen. Waren später dann auch bei 2 Minuten 2 Millionen, haben dort zum Beispiel die Runtastic-Gründer mit Florian Gschwantner und den anderen als Investor noch gewinnen können und dann eigentlich damals ist es dann nochmal so richtig, ja, auch mit GmbH-Gründung und dann nochmal der ersten Finanzierungsrunde ist dann doch aus einem, einem Kindheitsprojekt, sage ich jetzt einmal, aus einem Projekt ein richtiges Unternehmen geworden und haben dann jetzt aber vor mittlerweile 2 Jahren das operative Geschäft, also wir haben dann damals noch eine zweite Marke dazu gegründet, die Lifestyle Box, ein bisschen einen Pivot gehabt, also ein bisschen das Geschäftsmodell quasi geändert und ein bisschen das Produkt und eben ein ganzes Rebranding auf Lifestyle Box, wo es dann um nachhaltige Produkte ging, also rein nachhaltige Verbrauchsartikel, Beauty-Produkte zum Beispiel, Lebensmittel und so weiter. Und die aber auch so als monatliche Überraschung sozusagen, also noch immer so dieses Weihnachtserlebnis einmal im Monat. Und vor jetzt mittlerweile, ist schon fast 2 Jahren her, haben wir das dann operativ eigentlich verkauft und an einen deutschen Partner abgegeben, die das jetzt alles noch weiter abwickeln. Und wir verdienen nur etwas dazwischen mit und operativ fokussieren wir uns jetzt voll auf Newfluence, wo wir uns mit dem Thema Influencer-Marketing beschäftigen, uns geschafft haben, den ganzen Prozess von Influencer-Kooperationen sehr stark zu vereinfachen und das ist jetzt auch sehr stark gewachsen, muss man sagen. Also wir waren vor einem Jahr noch zu 5, jetzt sind wir schon um die 25 Leute im Team und machen über 80% des Umsatzes schon in Deutschland und werden da jetzt auf jeden Fall auch im nächsten Jahr noch weiter Gas geben und tut sich auf jeden Fall sehr viel. Wahnsinn, wie früh du schon gestartet hast mit 14 aus dem Kinderzimmer. Was hat dich dazu inspiriert? Hast du immer schon gewusst, du möchtest Unternehmer werden? Wie war das? Also ich muss schon sagen, bei mir hat es schon recht früh begonnen, das Ganze. Also irgendwie schon seit ich 6 bin oder so, war ich immer so an irgendwie Finanzen und irgendwie haben mich Banken lustigerweise früher irgendwie so interessiert. Ich habe dann mit 12 mein erstes so Praktikum, ich sage mal Mini-Praktikum, das waren so berufspraktische Tage, bei einer Venture Capital Gesellschaft, also quasi einem Fonds, der in Startups investiert, gemacht bei Speed Invest und bin dadurch da irgendwie so reingerutscht in das Ganze schon sehr, sehr früh. Ich habe dann bei mehreren Startups reingeschnuppert und dann hatte ich eben im Sommer
2017 war das, also mit damals, da war ich 13 noch, irgendwie die Idee zu Freebiebox und habe dann gesagt, so, und jetzt, ich probiere das jetzt einfach aus quasi und schaue einfach, ob ich das auch schon in dem jungen Alter schaffe und habe einfach drauf losgestartet. Super, sehr cool. Wir freuen uns schon, noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren in den nächsten Folgen. Von dem her würde ich jetzt auch in unsere Fragerunde starten. Ich würde euch bitten, jeweils den Satz zu beenden. Inspiriert wurde ich für mein Startup durch? Meine Eltern. 2 Minuten zur Million und andere erfolgreiche Gründer, die ich aus den Medien kannte. Durch mehrere Personen. Einerseits auf jeden Fall durch meinen Vater. Andererseits Simon Sinek, also die Bücher von Simon Sinek, mit denen bin ich praktisch aufgewachsen. Du hast das Verlangen, selbst irgendwas zu machen. Selber Menschen, wie in unserem Zusammenhang zum Beispiel, selber Menschen zu helfen, das selber Geld zu verdienen, selber die Marketingstrategien auszubauen und quasi etwas zu haben, was dann wirklich an selber gehört und was man selber aufgebaut hat, quasi mit Blut, Schweiß und Tränen. Jung zu gründen bedeutet für mich, Freiheit ausleben zu können. Im jungen Alter bereits viel Erfahrung zu sammeln und sehr viel zu lernen. Einfach mal loszulegen, zu starten. Statistisch gesehen ist es ja so, dass, glaube ich, 9 von 10 Startups scheitern. Das heißt, in der Regel sollte man erst einmal 9 Firmen gründen, bis man das alles findet. Mutig zu sein. Wenn man natürlich, wenn man jetzt als 18-jähriger Schüler aus einer HTL kommt und dann zum Beispiel vor einer Wirtschaftskammer steht und seinen dann weismachen will, dass man jetzt gerne mal ein Unternehmen aufmachen wird, ist natürlich das Erste, was man wird, einmal belächelt. Und man muss dann trotzdem das irgendwie hinkriegen, dass man ernst genommen wird. Und meinem 15-jährigen Ich würde ich raten? Sich auch ein bisschen zu entspannen manchmal und trust the process, es wird alles gut. Mach das, was dir wirklich Spaß macht und mit dem wirst du erfolgreich sein. Möglichst viele Dinge auszuprobieren und einfach aus den Fehlern zu lernen. Bei dir müsste man das Alter eigentlich noch ein bisschen weiter zurückschrauben, irgendwie meinem 10-jährigen Ich oder so. Mach es einfach. Der Vorteil ist, wenn man noch 15 ist oder wenn man 16 oder 17 oder 18 oder vielleicht sogar bis 20, man ist immer jung. Es wird einem sehr viel mehr verziehen, wie wenn man jetzt, wir kommen später noch auf die Failings, was wir als Kopf haben, aber Sachen, was man mit 15 machen kann, kann man mit 30 zum Beispiel nicht mehr machen. Super, vielen Dank. Vielen Dank, Nina. Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank, Victoria. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Let's Build. Das war Let's Build, ein Podcast von Austrian Startups in Verbindung mit der Youth Entrepreneurship Week.